Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns nochmal die Tierklinik an. Diese kam mit Hunden und Katzen. Und ich denke, dass nicht allzu viele das auf dem Schirm haben oder es generell mal gespielt haben. Deswegen schauen wir mal, wie gut es wirklich war. Also hier haben wir unseren Testsim. Sie heißt Maypaw. Die muss natürlich irgendwas mit Tieren zu tun haben, weil sonst geht das hier natürlich nicht. Wir befinden uns natürlich im Brinton Bay. Aber wir müssen hier unten auf eigener Betrieb drücken. Und dann können wir hier eine Tierklinik kaufen. Und das machen wir natürlich direkt. Weil eigentlich leben wir wahrscheinlich gefühlt nur da. Ich habe hier auch eine neue platziert, weil ich das ein bisschen schöner finde als die Base Game. Also ich finde die jetzt nicht besonders schlimm oder so, die normale. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal cooler, wenn es was aus der Galerie ist. So. Wir machen mal 5.000 an die Tierklinik. Eine Tierklinik zu besitzen und führen ist eine harte Arbeit. Für viele Sims sind Tiere Familienmitglieder und sie vertrauen darauf, dass du ihre kranken, pelzigen Freunde gut behandelst. Stelle fähiges Personal ein, verwalte deine Klinik ordentlich und verbessere deine Tierarztfähigkeit, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen findest du in der Lektion Tierklinik. Also, wir gucken natürlich erstmal. Am besten, wir stellen jemanden ein. Ich würde ja grundsätzlich jetzt mal behaupten, Ted Rosewell ist wahrscheinlich die schlauste Wahl. Ich meine, er hat genauso viel wie May, aber er hat einen Cowboy-Hut, das heißt, er hat bestimmt mit Tieren zu tun, ja. Ich glaube, er ist aus Strangerville. Aber egal, wir stellen ihn ein. 10 die Stunde, das ist ja auch easy peasy. Und hier kann man dann noch einstellen, was sie dann tragen sollen und so. Und wie viel Geld kriegen wir, Werbung und sowas. Aber das machen wir erstmal nicht. Wir möchten heute herausfinden, wie lukrativ ist das und wie viel Spaß macht das Ganze. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal die Tierklinik. Und ich habe ihr natürlich ein zweites Outfit gegeben, damit sie hier auch aussieht wie eine Tierärztin. So, und wir reden einmal mit Ted natürlich, denn wir müssen ihn natürlich kurz kennenlernen. Warum schmeißt er direkt die Mülltonne um? Ich finde das nicht okay. Wenn die Tiere das machen, könnte ich es eher nachvollziehen. Hier kann man zum Beispiel an diesem Gerät dann sagen, keine neuen Gäste zulassen. Die meisten besuchen wahrscheinlich Tierkliniken nur, weil ihre Tiere krank sind. Viele kaufen auch einfach hier über dieses Dings diese Items. Wir füllen auf jeden Fall mal den Pet Bowl und wir stellen uns vielleicht direkt mal freundlich vor. Ah, das ist sogar direkt Katharina links. Die hat ja 3000 Katzen. Und die hat natürlich, wie bei den Restaurants und so, ich glaube nur bei den Restaurants ist das so, hat sie natürlich diese Einstellung, wie gut sie das hier findet mit dem Service und so. So, dann begrüßen wir den Patienten natürlich. Doc benimmt sich irgendwie merkwürdig. Ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Könntest du ihn dir bitte ansehen? So, dann gehen die Tiere natürlich auf diese Plattform. Und dann müssen wir halt hier so Sachen herausfinden, indem wir dann zum Beispiel halt untersuchen. Aber erstmal ist das Tier gerade sehr gestresst, deswegen müssen wir erstmal das Tier beruhigen. Da streichen wir es natürlich, das ist sehr, sehr wichtig. Später können wir natürlich dann auch teilweise operieren. Und hier sind dann so Möglichkeiten, was halt helfen kann. Halskrause funktioniert wahrscheinlich fast immer, aber es ist natürlich jetzt nicht besonders schön. Jetzt haben wir natürlich die Tierarztfähigkeit auch erworben. Die neue Fähigkeit von May im Bereich der Tiermedizin ermöglicht es, dir Haustiere mit spezieller Tierarztausstattung wie dem Untersuchungstisch oder der Chirurgiestation zu behandeln. Verbessere diese Fähigkeit, indem du mehr Tiere behandelst. So, dann können wir Untersuchungen und dann können wir halt so ganz viele verschiedene Sachen uns anschauen. Und ich würde erstmal die Atmung abhören. Da haben wir auch schon was herausgefunden, und zwar, dass Doc eine glühende Nase hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann würde ich die Augen untersuchen, weil gefühlt schielt diese Katze. Aber vielleicht ist es auch nicht wirklich was. We will see. Rasselnder Atem. Hier oben sieht man auch, wie gestresst das Tier ist. Dann würde ich vielleicht noch die Temperatur messen. Da haben wir leider nichts herausgefunden. Vielleicht sehen wir uns das Diagramm an. Das ist ein bisschen blöd, wir finden hier nichts heraus. Dann untersuchen wir das Herz. Und die Katze hat schon wieder gar keinen Bock. Müssen wir das Tier natürlich beruhigen. Und dann hören wir vielleicht das Herz nochmal ab. Das dauert natürlich relativ lange, je nachdem auch, wie schnell man die Sachen halt herausfindet. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr süß. Es ist so ein bisschen wie die Arztkarriere aus An die Arbeit. Nur halt mit Tieren. Ah, wir haben alles herausgefunden. Süßer Atem. Die Katze hat normale Lavanase. Ach, Lavanase. Da müssen wir ein organisches Desinfektionsspray benutzen. Und der Katze geht es dann wieder besser. Yay. Yay. Level 2. May hat zwei wunderschöne Briefkästen mit Tiermotiv freigeschaltet. Sie kann jetzt Sumpfwassertoffee und Nahrungsriegel cooler als Flüssigkeitsstickstoff an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Krankheit geheilt. So, und dafür kriegen wir natürlich dann auch Geld. Oh, da bin ja ich. Hallo. Das kam unerwartet. Ich weiß aber nicht, wer Fabo ist. Aber ist kein Problem. Irgendetwas stimmt mit meinem kleinen Jungen Fabo nicht. Kannst du ihm bitte helfen? Natürlich. Dann beginnen wir natürlich direkt die Untersuchung. Wir haben natürlich hier Vorteilspunkte. Da können wir natürlich dann uns Vorteile kaufen.
Dann sind die zum Beispiel mehr glücklich oder wir können mehr Leute einstellen und so. Tiere sind nicht so gestresst, etc. etc. Er ist gar nicht gestresst. Die Atmung abhören ist, glaube ich, relativ normal. Oh, er muss brechen, das ist schlecht. Dann will ich auf jeden Fall den Mund untersuchen. Oh, Bibi! Hohe Temperatur. Vielleicht das Fell einmal untersuchen. Oh, unkontrollierbares Sabbern. Er hat Sumpfmaul. Dann beruhigen wir ihn natürlich noch. Und dann behandeln wir ihn mit Placebo-Essenz. Und Katharina links ist auch schon wieder da. Ihre andere Katze ist auch krank. Schade. Krankheit geheilt. Dadurch, dass man halt etwas vernünftig diagnostiziert, bekommt man sehr, sehr viel für die Fähigkeit dazu, gerade am Anfang. Aber das ändert sich natürlich dann auch mit der Zeit. Dann begrüßen wir den nächsten Patienten. Hello. Talk to the cat. Irgendetwas stimmt mit meinem kleinen Mädchen Josie nicht. Kannst du ihr helfen? Na klar. Sie ist ein bisschen gestresst. Ich würde erstmal die Temperatur messen, glaube ich. Heiße Pfoten. Das habe ich mir gar nicht denken können. Vielleicht hören wir das Herz ab. Trockene Augen, Baby. May kann jetzt zischende Zimtcracker an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Zudem hat sie ein niedliches Tierwandtattoo freigeschaltet. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal das Diagramm an. Vielleicht hilft uns das ja. Leider nein. Die Atmung vielleicht? Irgendwann kann man auch relativ gut sich, glaube ich, merken, bei welchem Aussehen von dem Tier quasi welche Untersuchung helfen kann, schnell Dinge herauszufinden. So, heiße Pfoten, trockene Augen, hohe Temperatur, brennende Pfoten. Ich glaube auch. Parasiten-Killerspray, let's go. Krankheit geheilt, juhu. Oh, und der andere Tierarzt, also Ted, kümmert sich gerade um Valente. Aber da kommt direkt noch jemand. Oh, blau, ich glaube, du hast Flöhe. Weiß nicht, woher ich das genommen habe. Papa muss sich aber erst anmelden. Ich hoffe, dass das hier hinten gut klappt mit euch. Wir können ja blau schon mal kennenlernen. Und derweil gehen wir vielleicht auf Klo. Melde jetzt deine Katze an. Dein Hund, meine ich. Ah, da kommt er auch schon. Schon ist gut. Wir sind 7 Stunden geöffnet, damit Ted sich gleich nicht beschwert, dass er Überstunden machen muss. Werde ich jetzt keine neuen Gäste mehr zulassen, aber werde jetzt natürlich Blau noch untersuchen. Kannst du bitte den Patient begrüßen? Leg das Buch weg. Blau macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du sie bitte untersuchen? Ja, klar. Nächstes Mal gehen wir natürlich hier hinten hin. Hier kann man dann übrigens diese Sachen herstellen, also zum Beispiel diese Leckerchen auch und so. Ich glaube, die kann man dann auch verkaufen, indem man sie hier reintut. Oh, da muss man nur eine Sache herausfinden. Wir untersuchen natürlich das Fell. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oh, hat super funktioniert. Flöhe. Flohzirkus. Mensch. Parasitenkillerspray once again. Yay, das ging sehr, sehr schnell. Sehr schön. Dann können wir auch Ganze für heute schließen, würde ich sagen. Also er muss noch seine Bewertung abgeben. So, und jetzt können wir schließen. So, 5 Gäste bedient, 9 Stunden. Das wird wahrscheinlich immer ungefähr so sein. Wenn man mehr Tierärzte hat, können sie natürlich auch mehr sein. Wir haben auf jeden Fall einen ganz guten Gewinn gemacht. Können auf jeden Fall Servicequalität und mehr Atmosphäre bieten, aber die Wartezeit, die war optimal. Und er hat die Fähigkeiten, Verbesserung in der Tierarztfähigkeit. So, dann geht es jetzt erstmal nach Hause. Ich habe sie ja zur Tierfreundin gemacht und ich finde das sehr, sehr cool, weil dadurch hat sie dann ja auch immer gute Laune bei der Arbeit, weil sie ja mit Tieren interagieren muss. So, und dann geht sie schlafen. Sleep through the night, please. Dann gehen noch pinkeln und was essen vor der Arbeit. So, und da sind wir natürlich auch schon wieder. Wir haben schon einen halben Stern bekommen. Wir öffnen natürlich direkt. Was ist denn mit ihm immer? Immer schmeißt er die ganzen Mülltonnen um hier. Ich sehe eine Katze. Grace. Meredith Rosewell. Könnte das seine Frau sein? Oh, wir haben sogar 2 Tiere. Dann begrüßen wir den ersten Patienten. Und ich hoffe, dass Ted sich dann auch gleich um Brand Hacking kümmert. Grace benimmt sich irgendwie merkwürdig. Sehr schön. Ich würde, glaube ich, mal die Augen untersuchen. Oh, 2 Sachen direkt freigeschaltet. Extreme Lethargie und langsamer Herzschlag. Dann vielleicht nochmal die Ohren testen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht heute. Dann haben die halt so ein Spielzeug und machen so quietsch, quietsch. Das ist schon ein bisschen süß. Hat leider nichts gebracht. Aha. Entzündete Niedlichkeitsdrüse. Oh. Schuritis. Oh, eine Spritze geben. Eudemonie-Konzentrat. Aber jetzt ist wieder alles fit. Und A. Bartolomeo Biddleband Sir. Was? Können Namen überhaupt so lange sein? Ist auch schon hier am Stissel. Auch er benimmt sich ein bisschen merkwürdig. Ich würde auf jeden Fall die Temperatur untersuchen. Level 4 der Tierarztfähigkeit. May kann jetzt Fühl-Dich-Gut-Serum als Behandlung am Untersuchungstisch verabreichen und den Stinkinator an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Darüber hinaus hat sie auch noch ein niedliches Tierwandtattoo freigeschaltet. Grüne Nase und eisiges Fell. Okay, und niedrige Temperatur natürlich. Winterwunderfieber. Ah.
ich weiß ja nicht. Eine Pille einschmeißen, das hilft. Quietschfidel-Pille. Wir lassen mal jetzt schon keine neuen Gäste zu, damit wir gleich auch nochmal gucken können, was man hier so herstellen kann. Krankheit geheilt. Und dann begrüßen wir den nächsten Patienten direkt. Ich habe gesagt, dann begrüßen wir den nächsten Patienten direkt. Hallo? Cashy macht irgendwie einen kranken Eindruck. Ich würde auch sagen, also diese Karriere ist auch eigentlich gar nicht verbuggt oder so. Also es funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe persönlich damit zwischendurch schon mal gespielt und es hat eigentlich immer alles funktioniert. Also Props auf jeden Fall, weil gerade die Restaurants und so sind ja ein bisschen schwierig manchmal. Deswegen ist es schön, dass wenigstens das funktioniert. Wir messen mal wieder die Temperatur. Glühende Nase, eisiges Fell. Ich habe ein Déjà-vu. So, dann kriegst du die Quietschfidel-Pille. Ich glaube, wenn man Laborarbeit erledigt, kriegt man, glaube ich, auch Fähigkeit dazu. Oh, 2 von 5 Sternen. Diese Sachen geben irgendwie nur Krankheiten an die Tiere. Das ist ein bisschen wild. Aber hier, damit können die Tiere auf jeden Fall mehr entspannt sein. Das kann man zum Beispiel herstellen. Dann können wir gleich mal gucken, was Laborarbeit erledigen ist. Das schaut dann so aus. Ja, das erhöht einfach auch Tierarztfähigkeit. Dann haben wir das halt im Inventar und dann können wir das halt benutzen bei einem neuen Patienten. Wir können ja neue Gäste nochmal zulassen und das gleich mal ausprobieren. Dann kümmern wir uns natürlich um den nächsten Patienten. Oh Mann. Nein, wir brauchen kein Geld. Cleo bedeutet mir alles und sie fühlt sich schrecklich. Ich bin dir für Hilfe dankbar. Natürlich helfen wir da. 4 Sachen müssen wir hier herausfinden. Die Sachen werden natürlich dann auch immer schwieriger herauszufinden. Wie gesagt, später kann man dann auch Operationen machen. Wenn man ein Vampir ist, kann man aus den Tieren sogar theoretisch Plasma machen. Also nicht aus den Tieren selber, sondern aus so einem Serum oder so. I don't know. Magmafizierte Organe. Aber das ist eine Spritze. Oh. Wir geben dem Tier eine Spritze, damit es entspannter ist. Und behandeln natürlich mit noch einer Spritze. Aber hey, das Tier ist wieder gesund. Level 5. May hat jede Menge Vorteilspunkte verdient. Sie kann jetzt Tiere auf dem Untersuchungstisch besänftigen und Wellnesshappen an der Heilmittel-Herstellungsstation herstellen. Und sie hat noch ein niedliches Tierwand-Tattoo freigeschaltet. Die Wellnesshappen steigern das Wohlbefinden einer Katze oder eines Hundes. Ich glaube, die können wir dann hier rein tun. Ich glaube, die können wir alle da rein tun, aber es macht keinen Sinn, die anderen zu verkaufen, theoretisch. Er hat hier eh noch zu tun. Also von daher können wir hier auch noch ein paar Sachen herstellen. So, und den Happen tun wir jetzt hier rein und dann ist das hier auch gefüllt. Wir können ja auch noch mehr herstellen. Wie gesagt, ich glaube, die kann man dann kaufen. Ist mir klar, dass er jetzt gleich nach Hause muss. Ich möchte ja jetzt auch gleich die Klinik schließen. Lief heute auf jeden Fall schon wieder besser, aber wir haben auch länger gearbeitet. Aber so ist das. Ich denke aber, an der Stelle haben wir auch erstmal genug gesehen. Ihr könnt mir ja gerne sagen, habt ihr schon mal mit der Fähigkeit gespielt, mit der Tierklinik? Wenn ich es gespielt habe, fand ich es immer sehr, sehr schön. Also es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß. Es ist jetzt nicht unbedingt das Lukrativste, aber es ist halt schon süß, mit den Tieren dann auch so zu spielen. Außerdem gibt es die Tierarztfähigkeit und das Ganze als Karriere ja bisher sonst gar nicht. Und letztendlich ist es eine aktive Karriere, wo man selbstständig ist. Also ich finde es ganz cool. Wusstet ihr überhaupt, dass das so richtig existiert oder habt ihr das vergessen? Weil ich habe es zwischendurch auf jeden Fall ein bisschen ausgeblendet. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!